Radio FR Info. Über 5 Monate lang ist das Freiburger Galtertal jetzt schon zu. Seit Ende März darf man dort nicht mehr durchlaufen, weil es zu gefährlich ist, wegen einem lockeren Felsen. Ein bisschen von diesem Felsen ist zwar schon oben runtergekommen, aber eben noch nicht genug. Heute hat man darum gesprengt. Stefanie Odechse war dabei. Kurz nach der Eis war es noch ruhig oben am Galtertal. Nur der Wind hat geblasen. 5 Männer aber haben sich für einen Lärm bereit gemacht, eben die Sprengung. Darunter auch der Valentin Rämi, der zuständige Projektleiter der Firma Geotest. Schon seit einer Woche hat er genau geschaut, wo der Felsen im Galtertal weiter gefährlich ist und dort die Sprengung vorbereitet. Aufgrund der Felsgeometrie hat man definiert, wo als man die überhängenden Felspartien abträgt. Dazu hat man so vertikale Bohrlöcher abtieft. Muss man sich vorstellen, die sind zwischen 2,5 und 4 Meter tief. Und dort hat man dann den Sprengstoff da, um die instabile Partie von der stabilen Partie abtrennen. Auf rund 60 Meter Breite haben sie die Männer Sprengstoff in Löcher gestopft. Kurz vor der Sprengung haben sie dann angefangen, sich zu verteilen. Denn obwohl das Galtertal gesperrt war, sind in letzter Zeit immer wieder Fußgänger durchgegangen. Jetzt, bei der Sprengung, wollte man das verhindern. Da haben wir ein Absperrdispositiv und haben insgesamt 5 Absperrposten, die jetzt vor Ort sind und uns dann über Funk werden mitteilen und bestätigen, dass sich jetzt niemand im Perimeter befindet, sodass wir dann die Sprengung auslösen können. Und die Funksprüche, die sind bald gekommen. Kurz darauf hat man nicht nur mit dem Wind gehört, sondern ein Warnsignal und ein Donnern. Gesehen hat man das Talfoss oben am Galtertal nichts, aber der Boden hat im Moment richtig vibriert. Der Valentin Rämi von der Firma Geotest hat die ganze Sprengung per Drohne beobachtet. Und er hat gemeint, es hätte gut ausgesehen. Da konnte ich sehr gut nachvollziehen, was passiert ist. Und konnte feststellen, dass der Teil, den wir abtrennen wollten, sich auch abgelöst hat. Ja. Die Männer waren gesprengt, die waren also zufrieden. Auch der Bauverwalter der betroffenen Gemeinde Tafers, der Angelo Lauper, war froh, hat man endlich sprengen, dass es jetzt vorwärts geht im Galtertal. Ja, sicher sind wir froh, ist jetzt der Fels gesprengt. Jetzt gibt es Nachbesserungen am Hang noch und gibt's dann am Donnerstag gibt's dann noch Sprengungen von den grossen Blöcken, die noch im Hang liegen. Also man sprengt jetzt noch ein bisschen weiter, bevor man effektiv anfangen kann räumen? Genau, jetzt sprengen wir den Hang noch. Sprengen. Das heisst, es sind 2 grosse Blöcke, die noch im Hang sind. Weil es könnte ja sein, wenn wir unten arbeiten, dass es plötzlich eine Ablösung von diesen Felsblöcke gibt. Und darum zur Sicherheit von unten zu arbeiten, würden wir die noch sprengen. Wie sieht es nachher mit der Räumung aus? Wann kann die losgehen? Geplant ist die Räumung nächste Woche, ab dem 29. August. Wird die Forstequipe vom Staat, vom Kreisvorstand, wird anfangen, die Organisation herzügeln und dann unten noch das Gewässer freimachen mit dem Holz. Plus dann in den Wanderweg natürlich auch mehr herstellen. Wie geht das genau vor sich? Was passiert mit diesen Felsbrücken oder Steinen, die unten sind und dem Holz? Grundsätzlich würden wir eigentlich das Material auf Platz lassen. Ich würde das alles mit den Packern auf Zita tun. Es ist nicht geplant, dass wir Material rausführen. Das Holz sind wir in Gesprächen mit den Nachbarn, die da sind, dass wir das wirklich denen zum Teil könnte eventuell lassen oder sogar verkaufen aus Brennholz. Und wann soll der Wanderweg wieder aufgehen? Da warten ja viele Leute drauf. Ja, das ist eine grosse Frage. Ich komme wöchentlich, bekomme ich Anrufe. Und das ist jetzt geplant auf Ende September. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das Ziel erreichen können. Das sagt der Bauverwalter von Tafers, der Angelo Lauper, im Interview mit der Stefanie Odersee. Die Sprengung im Galtertal kostet übrigens 120'000 Franken. Zahlen die das Gemeinde Tafers, der Kanton und der Bund, jeden Drittel. Radio FR Info.